Danke. Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Gerald Groß. 4 Minuten Redezeit sind eingestellt. Bitte. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus, im Zuge dieses Tagesordnungspunktes diskutieren wir auch die Petition der Bürgerinitiative Solidarität mit der Region Niederösterreich für ein weiteres Erstaufnahmezentrum im Süden Österreichs zur Entlastung von Dreiskirchen. Unterzeichner Abgeordneter Otto Bendl, Meninger, Wittmann, Kolleginnen und Kollegen. Sehr geehrte Damen und Herren, das gibt mir durchaus Gelegenheit, jetzt vor 15 Uhr bereits erstmalig am heutigen Tag diese leidige Diskussion rund um das Asylerstaufnahmezentrum in Österreich zu diskutieren. Gelegenheit auch, um über dieses Asylchaos in Österreich zu diskutieren, wo eine Innenministerin quasi wie die Ahnfrau durch das Land schreitet und entweder gerade Eberau im Blickpunkt ihrer Interessen hat oder sonstige Orte quer durch den Süden Österreich, Burgenland, Steiermark und Kärnten für ein Asylerstaufnahmezentrum ins Auge fasst. Sehr geehrte Damen und Herren, wir ersparen uns diese Petitionen und wir ersparen uns auch sämtliche Diskussionen in diesem Haus und auch in der politischen Arena über diese zusätzlichen Erstaufnahmezentren, wenn wir eine Innenministerin hätten, die sich endlich an die geltende Gesetzeslage in Österreich hält, nämlich die Umsetzung des Dublin-Abkommens und die Umsetzung der Dublin-II-Verordnung. Jener Verordnungen und jenes geltenden europäischen Rechts, das besagt, dass nicht Österreich als Staat im Herzen Europas, umgeben von sicheren Drittstaaten der Europäischen Union, nicht Österreich für diese Asylerstaufnahme zuständig ist, sondern spätestens seit dem Jahr 1994 mit unserem Beitritt bzw. mit dem Beitritt der Erweiterungsstaaten diese Verpflichtung, die wir in den 90er Jahren noch im Zuge der Jugoslawienkrise gehabt haben in Österreich, diese Verpflichtung auf Slowenien, Slowakei, Ungarn, Tschechien, Polen übergegangen ist. Und wenn wir hier das Dublin-Abkommen und die Dublin-Verordnung auf Punkt und Beistrich umsetzen würden, dann hätten wir in Österreich nicht 25.000 Asylwerber in der Grundversorgung jedes Jahr, sondern einige wenige hundert. Und dann braucht man auch nicht mehr darüber herumdiskutieren, ob man Dreiskirchen entlastet oder belastet oder in Eberau, in Vordernberg, in Leom oder Tripströl was hinstellt, sondern wir endlich auch diese budgetären Maßnahmen dafür verwenden können, um den Sicherheitsapparat der Republik Österreich zu verbessern. Sehr geehrte Damen und Herren, wir bringen daher zwei Anträge heute im Zuge dieser Debatte ein, um auch zu zeigen, dass anhand dieses Petitionsausschusses auch konkrete Beschlüsse möglich sind und dass nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag in den Innenausschuss verschoben werden. Der erste Antrag der Abgeordneten Großmagister Stadler, Ingenieur Westenthaler, Petzner, Kolleginnen und Kollegen betreffend kein Asylerstaufnahmezentrum in Eberau. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, im Interesse der Bevölkerung kein Asylerstaufnahmezentrum in der südburgenländischen Marktgemeinde Eberau zu errichten. Und den zweiten Entschließungsantrag der Abgeordneten Großmagister Stadler, Westenthaler, Petzner, Kolleginnen und Kollegen betreffend keine Einrichtung einer zusätzlichen Asylerstaufnahmestelle. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, im Interesse der Bevölkerung von der Schaffung einer zusätzlichen Erstaufnahmestelle für Asylwerber Abstand zu nehmen und stattdessen die Asylverfahren deutlich zu beschleunigen. Mit diesen beiden Anträgen könnten Sie einmal Ihre Versprechen gegenüber dem Landeshauptmann Bröll auch nachkommen, gegenüber der Vereinbarung, die gestern getroffen worden ist und medial abgefeiert worden ist, und wir im Übrigen alle endlich dieses Unsicherheitsgefühl in dieser leidigen Diskussion, die uns auch heute um 15 Uhr noch einmal begleiten wird, endlich ein für alle Mal beenden. Zeigen Sie heute einmal ein bisschen Rückgrat, ein bisschen Anstand. Das sind Grundtugenden, die man auch in der Politik braucht. Es würde Ihnen gut anstehen, das einmal sich zu Herzen zu nehmen, wenn es darum geht, Beschlüsse im Interesse der Republik Österreich zu fällen. Ich danke. Danke.